Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauende auf diesem Kanal, zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Opening bzw. Unboxing. Heute für euch was ganz Spezielles. Im TCG kommen sie erst im Februar raus. Deswegen habe ich gedacht, wir beholen sie uns schon mal aus dem OCG ran. Und zwar das neue Structure Deck rund um die Blue Eyes mit neuen Maiden, mit neuen Synchro-Drachen, mit neuen Seepferdchen. Was da sich alles drin verbirgt, das sehen wir wie immer nach dem kleinen Intro. Drei vorbereitete Decks mit natürlich einem Power-Up-Pack in der Mitte. Was sich drin verbirgt, bis gleich. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir da natürlich mal rein in das aktuellste Structure-Deck rund um der Blue Eyes. Ja, ich bin selber gespannt, gerade wegen diesen Power-Up-Packs, was wir da so alles Schönes bekommen. Und ja, warum macht man sowas? Erstmal, um es euch zu zeigen, auf was man sich freuen kann, beziehungsweise auch für OCG-Sammler da draußen, was sich da einen so alles erwartet. Aber warum mache ich das? Natürlich, weil ich das Deck schon mal spielen möchte, bis es im Februar bei uns rauskommt. Üben, damit man genau weiß, was man nachher an deutschen Karten in sein Deck reinpacken möchte. Und vielleicht, ist das nicht ein wunderschönes Power-Up-Pack? Und wer weiß, vielleicht baut man sich ein reines OCG-Deck, weil die OCG-Karten sehen einfach viel schöner aus und sie haben viel, viel schönere Raritäten als unser klassisches Standard-TCG. Jo, und genau da gucken wir jetzt mal rein. Oder auch nicht, wir machen es ein bisschen spannend. Wir machen das ein bisschen spannend. Wir holen erstmal alle raus nach der Reihe. Das Powerpack ist schon mal absoluter Hingucker. Da kann man schon mal nichts gegen sagen. Okay, Powerpack Nummer 2. Deck Nummer 2. Deckprofil kommt natürlich die Tage auch. Natürlich dann aber dann die Kombination aus deutschen und japanischen Karten. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, er will ein Deck nur sehen aus den zwei Structure-Decks. Aber das macht keinen Sinn, weil durch die Power-Up-Packs zieht man ja unterschiedlichste Karten. Das heißt, man kann da schlecht das verallgemeinern, was man denn in sein endgültiges Deck mit reinnimmt. Gut. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Wir fangen an mit dem Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon. Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon. Ja, der etwas höhere im Gegensatz zu den normalen Spirit Dragon. Ist ein Friedhofsblocker. Karten im Friedhof können nicht verbannt werden. Das ist auf alle Fälle schon mal ein passiver Negate-Effekt. Ein passiver Negate-Effekt. Auf alle Fälle neue Karte. Packen wir natürlich mit raus. Und ist ein Omni-Negate. Kann man speziell beschwören durch den Effekt des normalen Spirit Dragons, dass man ihn tributiert und einen Lichtmonster speziell beschwört. Auf alle Fälle nice. Und wir haben, was ist denn das für eine Rarität? Das ist ja mal nice. Wir haben die Might in einem Shutterfoil. Normal Parallel Rare kann man nicht mal sagen, weil Parallel wäre diagonal. Cool. Diesen Glitzer-Effekt habe ich noch nie zuvor gesehen. Unsere Might. Haben die alle diesen Effekt? Okay. Interessant. Interessant. Unsere Maiden of Riot kann man abwerfen, um sich das wahre Licht von seinem Deck hinzuzufügen. Und immer wenn ein blauiger weißer Drache standardmäßig beschworen wird, kann man sie dazu holen, um dann halt im Synchro-Play was aufzubauen. Auf alle Fälle absoluter Hingucker. Yeah, ja, nice. Interessant, dass diese Effekte bei den ganzen Karten sind. Keine klassische Super oder Ultra. Wir haben dieses Normal Parallel Rare. Bin ich jetzt nicht von abgeneigt. Dann haben wir den neuen Seepferdkaiser. Ebenfalls für unser Link-Beschwörung und nachher für den Spirit with Eyes of Blue zum Weglinken. Der hier kann auch noch die Stufen unserer Empfänger hoch oder runter setzen. Auch nicht schlecht. Dann haben wir die Wishes for Eyes of Blue. Da haben wir auch wieder unsere Might unten, die Wünsche äußert und betet. Sehr geil.
Würfelkarte ab und dann füge deiner Hand eine Karte, die Blow, der weißer Drache in ihrem Text erwähnt, und einen Lichttuner von deinem Deck deiner Hand hinzu. Ebenfalls richtig mächtig. Und das Coole ist, dass man damit den Ultradrachen ganz schnell auf das Feld bekommt als Ausrüstungskarte. Nämlich man kann diese Karte aus dem Friedhof entfernen und dann eine Karte selber wählen und ein extra Deck Blue Eyes an die Karte equippen. Das ist sehr, sehr nice. Und dann haben wir Roar of the Blue-Eyed Dragons. Auch ziemlich cool. Die lässt uns einen blauigen weißen Drachen in die Verteidigungsposition aus unserem Deck beschwören. Sollten wir den blauigen weißen Drachen kontrollieren, können wir einen blauäugig Monster spezial beschwören. Das wäre dann super cool für den Jet-Drachen. Oder speziell für, keine Ahnung, wenn man Ritualkarten sucht, auch den anderen. Mit den 2500 Verteidigung. 2500 Angriff, seinen Arm gerade vergessen. Deep Eyes? Nee. Ich habe ihn selten gespielt. Ah ja, wisst ihr, was ich meine. Roar of a Blue-Eyed White Dragon, auch ziemlich cool. Nice. Dann haben wir unsere Fallenkarte. Unsere Fallenkarte ist die Majestät with Dragons of Riot oder Majesty with Dragons of Riot. Wir können gegnerische Karten schießen an Anzahl blauäugiger weißer Drachen in unserer Hand, unserem Feld oder unserem Friedhof. Das ist schon mal ziemlich mächtig. Zielt nicht, wählt nicht. Man kann einfach gegnerische Karten zerstören an Anzahl blauäugiger Karten, die man vorzeigen kann. Und dann kann man damit noch Ritualbeschwörung machen. Ist auch ganz witzig. Ja. Nice. Nice, 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 diese Raritäten. Und dann natürlich den Standardkram. Wir haben einen Blue Eyes, wir haben einen Blue Eyes, wir haben einen Blue Eyes. Nicht mal das normale Affe genommen. Alternativer Drache, Jet Drache. Hier, den habe ich gemeint. Den kann man natürlich dann auch rufen durch die Roar-Karte. Ich habe ihn nie gespielt, weil er sieht aus, als wenn er Brüste hat mit seinem Brustpanzer. Sieht furchtbar aus. Spirit of Riot, Chaos Max Drache, normaler Chaos Drache. Stein der Legende, Stein der Uralten, Sage, noch ein Sage, noch ein Sage, Diktator, Diktator, Nibiru, Aschenblüte, oh, Maxi, Maxi, richtig gut, Vela, Vela, Chaosform, die ultimative Fusion auf 2, die Melody auf 2, Mausoleum, Drachenode, Trade-in, Trade-in, oh, Called, Too Light, nice, die ultimative Kreatur, wir haben den, gar nicht auf dem Schirm, war auch eine Promo. Impermanence, sehr nice. Oh, und da haben wir den Indigo Blue Eyes. Stimmt, den haben wir ja auch noch auf dem Schirm. Der Indigo Blue Eyes und das auch wieder in diesem Normal Parallel Rare. Richtig geil. Das ist so eine OTK-Drückmaschine. Ey, cool. Der ist ja auch mit drin. Stimmt, der war ja noch ganz zum Schluss mitgeleakt. Und dann haben wir, na klar, unseren Spirit with Eyes of Blue, der uns die Spielwiel-Zauberkarte das Mausoleum sucht. Richtig nice, richtig nice, richtig nice. Dann haben wir noch Standard den Ultradrachen, den Neo-Ultradrachen, den Zwillingsausbruchsdrachen, dann den Drachen-Tyrann, den Standard-Spirit-Dragon, den Himmelblauäugigen oder Azur-Eyes und natürlich die priesterliche Karte. Ja, cool. Jetzt bin ich gespannt. Ist das bei jedem Ding so, dass wir dann normal parallel Rare haben? Das fand ich ja, ist ja was echt was ganz anderes. Aber wie es aussieht, bleibt es mit diesem normal parallel Rare. Ja, das bleibt dabei. Okidoki. Es bleibt dabei. Ich habe gedacht, die gibt noch eine andere Rarität, die man pullen kann. Aber ich glaube, die ist dann, wenn in den Power-Up-Packs drin. Aber naja, dann machen wir das hier ordentlich. Wir wollen es ja eh bauen, dann müssen wir es eh auch auspacken. Jo, sie bleiben alle in der gleichen Rarität. Finde ich auch gut so. Das meine ich, diese Rarität beispielsweise, die gibt es bei uns im Standardspiel einfach nicht. Cool. Gut, na dann gucken wir mal rein in unsere Power-Up-Packs, was die so beherbergen. Bin ich mega gehypt drauf. Bin ich ja mal mega gehypt drauf.
Die sehen so schön aus. Nein, ich habe es zerstört. Ich wollte es doch heile lassen. Na gut. Wir haben unsere Falle, unsere Majesty-Falle in Super Rare. Okay. Ey, gibt's auch noch einen anderen Raritäten. Wir haben unseren Spirit with Eyes of Blue in Super Rare. Auch okay. Wir haben unsere Might in Super Rare. Okay. Wir haben unser Vicious. Und wir haben den Indigo als Secret. Den Indigo als Secret. Jawohl. Absoluter Hingucker. Und die Vicious-Karte. Ja, dann weiter geht's. Weiter geht's. Nächstes Power-Pack. So, wenigstens eins heile lassen. Sehr gut. Na komm raus da. So. Einen weiteren Spirit. Wir haben diesmal einmal unseren Seepferd. Unsere Vicious-Karte. Den Indigo als Super. Und wir haben die Falle als Secret. Okay. Wir haben die Falle als Secret. Jawohl. Komm, wir gucken uns nochmal den Indigo an. Gucken uns nochmal den Indigo an. Yo. Mega nice. Mega nice, mega nice, mega nice. Na gut, und letzte Pack. Gib uns eine Might. Komm, seid lieb zu mir. Gib uns eine Might. Wir haben nochmal den Indigo. Nochmal die Fallenkarte. Nochmal unseren Spirit. Eine Might. Und, Vicious. Vicious with Eyes of Blue in Secret. Jawohl. Schick. Schick, 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 schick. Na gut, man kann nicht alles haben. Aber trotzdem, nice. Nice, nice, nice. Ja, das wäre es gewesen zu diesem kleinen, aber feinen Unboxing. Powerpacks machen natürlich am meisten Spaß. Aber wie seht ihr das? Was haltet ihr von dem Blue Eyes Deck? Schreibt mir in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, Videos von Nightmare 1983. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut.